herzlich willkommen, ich bin Ipanex und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic und wir machen weiter mit unserem Sith-Krieger und wir sollen ein Holo-Terminal sichern, denn wir machen uns auf dem Weg ins Planeteninnere und da bin ich mal gespannt, wie das so abläuft und ob alles so klappt. Das ist mal ein tiefer Fall. So, schade, dass wir keine Söldner mitgenommen haben. Reiseroute bestätigt. Auf zum Bohrer. So. Ja, war schon ein Stückchen vor uns. So, hier sind wir richtig. Oh shit. Ja. Komme ich da rüber? Oh, Gott sei Dank. Haha, Gott sei Dank. Unterstützungsteam, bitte kommen. Ich bin beim Bohrschacht angekommen. Position bestätigt. Manelak Laki, Nabi Nekemraka. Galajiwa Nimok. Bemgam Nyama, Naya Aigam. Ich war bei der Besprechung. Ich beginne gleich mit dem Abstieg. Ich habe mir die Minenpläne durchgesehen. Ich kann die Daten bestätigen. Und anscheinend sind die Maschinen ausgeschaltet. Ihr müsst die Notgeneratoren einschalten, um die Turbolifts und Sperren mit Energie zu versorgen. Aber es gibt da unten Lebensformen. Große Lebensformen. Ich weiß mich schon zu verteidigen. Wir sprechen uns, wenn ich unten angekommen bin. Verstanden. Unterstützungsteam Ende. Okidoki. Ja, ich bin falsch gelaufen. Schwupsi, wupsi. So, kommen wir direkt hier dran. Zack. Nummer 1 von 3. Wollen wir die anderen? Da. Okay. Da ist ja eine. Da muss ich mal auf dem Weg hin. Wir greifen uns eh gleich an. Genug herumgehangen. Tot. Arschgeigen, ey. Darf ich warten, bis er wieder ready ist, ey. Dasselbe machen wir jetzt bei denen auch nochmal.
Schade, haben sie schon aktiviert. Schade. Oh, das ist gut, das ist Timing. Hallo. Das hat die Minenausrüstung reaktiviert. Graben wir uns tiefer in diesen sterbenden Planeten hinein. Da müssen wir jetzt hin. Okidoki. Ja. Passt alles. Jetzt habe ich was gut. Okidoki. Okay, und auf geht's. Er kommt nicht voran. Gut. Ist er auch schon da. Da kann er sich jetzt mal drum kümmern. Oh, ey. Sammelt er die Schitte woanders hin? Ah, gut. Und ab rein da. Nicht wählbar für dieses Gespräch. Verarschen? Ich soll doch hier hin. Jetzt. Boden an Unterstützungsteam. Etwas blockiert meinen Weg. Der Minenschacht ist verschlossen. Ich sehe in den Plänen nach. Das Verschließen ist Standardvorgehen, wenn eine Anlage verlassen wird. Es sollte aber einen anderen Weg geben. Okay, ich schicke Details. Geht weiter rein und macht euch bereit, das Experiment durchzuführen. Gut. Dann nehmen wir halt einen anderen Weg. Den hier. Zack, zack, Wartungsschacht. Und ab rein da. Wo müssen wir hin? Rechts rum. So schnell stirbt man nicht. Okay, es geht weiter. Da muss ich rein. Spring, spring. Ups, das war der Falsche. Also hier von 12 zusammenzukriegen, glaube ich, ist wohl das geringste Problem hier überhaupt. Der Ashon hat uns die Mühe erspart, ihm sein Grab zu schaufeln. Da vorne ist die Sicherheitskonsole. Oder die Steuerkonsole eher.
Nicht. Zack. Alles fertig. So. Und Steuerkonsole. Bodenteam an Unterstützung. Wir sind in Position. Verstanden. Gebt Bescheid, sobald ihr die Ausrüstung ausgepackt habt. Nikak nanu inu. Akalak nebu ruma. Alem gugu inu. Nebek namkar. Überprüft weiter den Status. Ich verschaffe uns die Zeit, die wir brauchen. Bununam nenga. Warten jetzt. Da ist einer. Da. Okay. Da kommt was Großes auf uns zu. Ist so nervig hier, dass wir mit diesem Blockieren und alles da. Tot. Auf zur Konsole. Ist der Induktor vollständig geladen? Zu 100%. Bereit, wenn ihr es seid. Mam nie lebek pak manuk. Meraka na jaki na ma pamjak. Ibi kare jen pam, pulun hegnar. Na drin, was ist das? Gemappa amkam naya. Kiminu nemu, naja naya akam. Klein oder nicht, ich bin Kilometer unter der Oberfläche. Jede Erschütterung könnte mich lebendig begraben. Ihr müsst euch so weit wie möglich entfernen. Beim Höhleneingang gibt es einen Schutzraum. Los! Okidoki. Ach man. So schnell stirbt man nicht. Ja, du schaffst das schon. Ich bring mich in Sicherheit.
Okay, ich glaube, ich könnte dafür die Hilfe von ihr gebrauchen. Er wollte mich verarschen. Warum kommt denn jetzt alles zu mir? Wo ist sie denn? Okay, ich gehe definitiv hops. Okay. Rufen wir in 3 Sekunden eine medizinische Sonde. So. Man, fuck. Sollte gar nicht passieren. Okidoki. So, ab rein hier. Keine Bewegung. Waffen bereithalten! Wisst ihr, was witzig ist? Ich dachte, der Archon wäre paranoid. Wer überwacht schon eine alte Bohranlage? Der Hutter schickt euch. Warum? Was wollte er denn hier finden? Die Schnecke überwacht jeden Monitor auf dem ganzen Planeten. Er bekommt richtig Angst vor dem Imperium. Wir sollten alle, die wir hier finden, gefangen nehmen oder wenn nötig töten. Ich glaube, es ist nötig. Oh mein Gott, ihr seid ja echt... Ihr seid ja echt scheiße. Trupp 79 zum Transporter. Wir brauchen Verstärkungen. Verdammt! Ich würde euch lieber selbst umbringen. Aber der Einsturz wird das erledigen. Lebt wohl. Ihr sollt verdammt sein. Zeit? 6 Stunden. Ihm wird die Luft ausgehen. Mein Sith Lord, vergibt uns, dass wir nicht früher kommen konnten. Wie sieht es beim Gravitationsanker aus? Sind die Informationen angekommen? Der Anker ist sicher, aber die Hälfte des Teams ist zur Minenplattform weiter oben gegangen. Wir haben dort gewartet, während die Kreaturen verschwunden sind. Aber wir haben die Daten. Nadrin und die anderen glauben, dass sie Makeb retten können. Ihr seid also bei der Minenplattform in Stellung. Sorgt dafür, dass sie sicher ist. Wir besprechen alles Weitere dort. Verstanden. Da lebt noch jemand. Regulator-Söldner, mein Sith-Lord. Begraben unter dem Schutt, aber immer noch am Leben. Die Söldner müssen lernen, mit wem sie es zu tun haben. Tötet die meisten. Die anderen lasst ihr leiden und schickt sie nach Hause. Ihre Kameraden sollen es sich zweimal überlegen, ob sie uns erneut angreifen. Irgendwelche Besonderheiten bei der Ausführung? Handbuch für psychologisches Vorgehen, Anhang 2. Seid nicht so zimperlich. Ich hatte beim Logistikministerium viel Zeit zum Lesen. Wir sehen uns auf der Plattform. Okay, okay. Ach, da vorne ist ja schon die Fähre. So schnell stirbt man nicht.
das denn? Zu Ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute bestätigt. So. Und dann hören wir uns jetzt mal an, was Sie noch zu sagen haben. Die Software für die Laserbohrer ist fertig. Sie sollte die Genauigkeit steigern, aber wir haben noch nie mit Markep-Geräten gearbeitet, also... Achtung, alle! Die Besprechung beginnt. Karipaka Yangnaya, Harakam Serkmera. Nibaga Klamka, Gakyam. Glagnimu Amya Galak. Wie lange braucht ihr, um sicher zu sein? Und was wollt ihr von mir? Nanikara Mirek Agam. Ja uklebig. Das Problem ist, dass sich unser Team mit diesen verfluchten Dingen nicht richtig auskennt. Wir brauchen Experten, Ingenieure und Leiter, die die Minenlaser nach unseren Vorgaben bedienen können. Die Bewohner von Markep kennen diese Maschinen besser als jeder andere. Wo finden wir Arbeiter? Das ist das Problem. Seht. Hier ist der Archon an das Kommando des Phobium-Trupps. Die imperialen Streitkräfte sind verzweifelt. Und ich glaube, sie versuchen noch möglichst viel Isotop 5 abzubauen, bevor der Kern explodiert. Aber die Imperialen brauchen Hilfe. Eure Leute sollen alle Ingenieure der Ebene 7 und darüber in Schutzhaft nehmen. Er irrt sich bei unserem Ziel. Aber das spielt keine Rolle. Der Archon hat die Leute, die wir brauchen, durch Tarnkommando-Söldner entführen lassen. Wenn sie noch am Leben sind, können wir sie immer noch für uns gewinnen. Sagt mir alles, was ihr wisst. Der Phobium-Trupp ist ein inoffizielles Team aus Regulator-Söldnern. Attentäter, die Hutten mit Kybernetik gekauft haben. Sie halten die Arbeiter in Bebenschutzräumen fest. Einige Chefingenieure, die entkommen konnten, haben sich einer republikanischen Flüchtlingskarawane angeschlossen. Es wird nicht lange dauern, bis der Phobium-Trupp sie auch erreicht. Ich kümmere mich um die Karawane und die Bebenschutzräume. Noch etwas? Eine Sache noch. Wir entschlüsseln immer noch den Befehl, aber anscheinend hat der Archon einen Isotop-5-Droiden geschickt, der dabei helfen soll, die Karawane zu sichern. Nur, um die Sache ein wenig zu erschweren. Ich bleibe von hier aus mit euch in Kontakt. Lasst uns wissen, wenn ihr etwas braucht. Okay, okay. Gut. Auftrag ist klar. Rufding ist auch eingesetzt. Gut, das war's dann für heute mit der Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. So, jetzt hatte ich einen Hänger und ich sag bis nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.